Ihr seht, und übrigens, man sieht immer zu mir so lachen, gell? Und wenn ich denn irgendwas vermittle, dann denke ich immer so ernst. Also. Mein Name ist Carmen Helburg-Fürger. Ich bin Geschäftsführerin in der Vorarlberger Pflegegesellschaft Benedikt. Über meine Story, die ich heute erzählen möchte, die beginnt 2007, als ich die Heim- und Pflegeleitung im Pflegeheim Hittisau übernommen habe. Damals bin ich ins Unternehmen Benevit eingetreten und habe eine Einrichtung mit 25 Bewohnerinnen übernommen, in einer Doppelfunktion, die für mich damals sehr ungewohnt war. Ich bin hier in meiner Grundprofession diplomierte Gesundheit- und Krankenpflegerin und wurde in dieser Funktion mit sehr vielen organisatorischen und verwaltungstechnischen Tätigkeiten betraut. Ich habe das damals als sehr spannend empfunden. Ich bin damals auch in diese Rolle sehr gut hineingewachsen. Diese Doppelfunktion, auch das Verständnis dafür zu entwickeln, was es heißt, nicht nur in der Basisversorgung tätig zu sein oder ein Pflegeteam zu führen, sondern ein gesamtes Haus eigentlich mit allen Bereichen, die zu einer Qualität, zu einem Betrieb in diesem Heim beitragen, war für mich sehr, sehr spannend. Ich habe dort auch einen guten Einblick gewonnen, was es heißt, so eine Einrichtung zu führen, mit welchen Herausforderungen man konfrontiert ist, aber auch zu lernen oder zu erkennen, wie die Finanzierung, wie das gesamte Gebaren so einer Einrichtung funktioniert. 2010, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, ist die damalige Geschäftsführung an mich herangetreten, ob ich nicht Interesse hätte, Tätigkeiten in der Zentrale zu übernehmen, pflegefachliche Verantwortung über die gesamte Organisation Benevit zu übernehmen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Tag erinnern. Einerseits war ich sehr stolz ich habe mich sehr gefreut über das Angebot. Andererseits hatte ich natürlich auch großen Respekt, so eine Verantwortung zu übernehmen. War auch für mich sehr, sehr schwierig, weil ich mir gedacht habe, ich kann mir das noch nicht zutrauen oder ich bin noch nicht so weit in meiner Entwicklung. Ich kann noch nicht alles. Das hat dann zu der Situation geführt, dass ich, und das entspricht wirklich nicht meiner Persönlichkeit, dass ich wirklich in mir persönlich solche Stresssituationen hatten, dass ich sicherlich 2 oder 3 Wochen massive Herzbeschwerden hatte, die sich geäußert haben in Herzrasen und massiven Herzklopfen und schlaflosen Nächten. Bis ich dann gesagt habe, ich muss mir jetzt was überlegen, wie soll ich mich entscheiden. Ich muss jetzt noch mal ein Gespräch mit der Geschäftsführung tätigen, weil ich komme hier so nicht weiter. Und dann bin ich zu meinen damaligen Geschäftsführern gegangen und habe ihnen meine Situation, meine Ängste und Bedenken erklärt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ein Geschäftsführer zu mir gesagt hat, Carmen, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Ja, und wohl gibt es nicht der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu tun, ob mehr Verantwortung zu übernehmen, ob es die ideale Zeit gibt. Das hat es auch für mich offensichtlich nicht gegeben. Aber ich habe mich dann mit meiner Familie wirklich entschieden, diesen Weg zu gehen. Ganz bewusst auch in dieser Akzeptanz auch heraus, dass man nicht alles können muss, auch nicht alles können kann, dass man die Bereitschaft haben muss, auch sich zu entwickeln, dass man auch lernen muss, dass man sich Herausforderungen stellen kann, aber dass keiner den Anspruch hat, dass man perfekt ist. Ja, meine Karriere hat eigentlich geprägt, dass ich grundsätzlich von meinem
Typus Mensch eigentlich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Ich scheue mich da nicht davor. Ich habe auch sehr viel Ausdauer und Geduld. Ich habe die Möglichkeit gehabt, in unterschiedlichen Settings zu arbeiten, vieles kennenzulernen. Habe mich dann irgendwann einmal entschieden, mich auf Führungsebene weiterzuentwickeln. Und was schon sehr einschneidend war, waren natürlich nebst vielen Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen, die ich besucht habe, schon meine Masterstudienlehrgänge an der Uni Krems. Ich war 1987 diplomiert. Damals war das eigentlich für niemanden ersichtlich, dass es irgendwann einmal solche Möglichkeiten geben würde, dass man auch pflegisch-universitäre Lehrgänge oder Studiengänge besuchen könnte. Für mich war das eigentlich auch nie auf meiner To-Do-Liste. Ich habe das dann, wo ich dann mit 44 Jahren gestartet habe, den als Privileg empfunden, dass eigentlich mein Arbeitgeber mir das damals ermöglicht hat, weil es ja mit hohen Kosten verbunden ist. Und natürlich auch, dass ich diese Herausforderung antreten haben können. Und wenn ich denn nur an meine sehr schlechten Computerkenntnisse denke, wo ich dann gemerkt habe, wie man denn die Kopierfunktion macht, damit man denn überhaupt Arbeitsaufträge absolvieren kann und Abschlussarbeiten machen kann, war das schon sehr, sehr interessant. Aber ich habe gelernt, mit diesen Anforderungen, die uns damals gestellt wurden, zu wachsen. Und nachdem man dann irgendwann mal so 500 Seiten Arbeitsaufträge geschrieben hat, war das dann kein Problem mehr, eine Masterthesis zu fassen. Und nach der ersten Masterthesis war es auch kein Problem mehr, die zweite zu verfassen. Also, und das war schon, ja, das hat mich schon sehr geprägt, diese Erfahrung. Ja, die jungen Menschen empfehle ich, dass sie sich für einen Beruf entscheiden, der ihnen Spaß macht, wo sie sich persönlich mit ihren Talenten auch wiederfinden und wo sie auch eine Weiterentwicklung erleben dürfen. Und wenn sie sich für die Pflege entscheiden, das ist natürlich etwas, was uns immens freut, dann ist das natürlich auch mit einer Tätigkeit verbunden, die sehr sinnstiftend ist und Menschen begleitet in sehr intimen Lebenssituationen. Und der Pflegeberuf hat natürlich viele Möglichkeiten, aufgrund schon, je nachdem für welches Setting das ich mich entscheide, Akutbereich, Langzeitpflege oder im ambulanten Bereich, aber ich habe ganz viele Möglichkeiten, mich dort in diesem Bereich weiter zu qualifizieren, ob auf Führungs- oder Fachebene, ob ich in den pädagogischen Bereich gehe. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die diesen Beruf wirklich empfehlenswert machen, Spaß macht unendlich und es ist ja nie langweilig dort. Ja, wenn ich eine Problemsituation habe, dann habe ich die Eigenschaft, mich gut auf die Situation zu fokussieren, nicht nervös zu werden, keine Angst zu haben. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich natürlich schon sehr lang in Führungsverantwortung bin, in unterschiedlichen Settings und in unterschiedlichen Rollen schon tätig war. Und das Erfahrungswissen, was ich dadurch für mich gewonnen habe, mir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Ich habe gelernt, dass es für alles eine Lösung gibt. Und ich suche mir denn, wenn ich mit solchen Situationen konfrontiert bin, eigentlich den Ort für die Möglichkeiten. Natürlich nicht nur ich alleine, sondern natürlich immer auch mit meinem Team. Und das ist schon etwas, was uns im Verbund, im Team sehr stärkt. Erleuchtet erzählt, gefällt mir die Geschichten, die erzählt werden, die Menschen bewegen, Führungsaufgaben, Führungsverantwortung zu übernehmen. Ich bedanke mich bei euch für diese Einladung, meine Geschichte zu erzählen und hoffe, dass es anderen Menschen aufzeigt, welche Möglichkeiten und wie viel Spaß es auch machen kann, Führungsverantwortung zu übernehmen.